Hey ho und willkommen zurück zur No Man's Sky Atlas Hardcore Challenge und ihr mit mir und wir hier haben gerade unsere kleine Hütte gebaut. Also in der letzten Folge. So, nee, ich will nicht ans Konstruktionsdingens. Ich will hier ran, denn ich brauche noch 40 reines Ferrit. Habe ich noch genug hiervon? 40. 34. 34 ist wenig. Ich baue noch 6. Kriege ich das hin? Wo ist es denn jetzt? Hier. Ich brauche 6. Ja. Perfekt. So, dann warten wir mal entspannte 10 Sekunden, bevor wir hier fertig sind. Und dann können wir dann Tür reinzimmern. Das finde ich recht positiv. So. Zack. Die Tür natürlich auch farblich perfekt. Wow. Den Zuhause erweitern und mit Personal besetzen. Das habe ich ja nun getan. Das ist ja jetzt so ein bisschen Atlas-Quest-Strang. Geister der Maschine, genau. Überbring Apollo die Neuigkeit über deine Basis und dein Personal. Mhm. Wunderprächtig. Strom wäre ganz cool. Ja, mal hier und ziehen das mal hier hin. Schau einer an. 37 Minuten hält das noch. Das ist für mich ausreichend. Wunderschick. Und so gemütlich. Naja, ist zumindest mehr Platz als da drin. Ihr tut mir ja fast leid. Also ich ziehe jetzt darüber, was ihr macht. Da bleiben. So. Ich habe einmal Konstruktionsforschungsdingens. Kann ich das hier auch snappen? Nein, das kann man nicht snappen. Aber ich stelle es trotzdem auf eine von diesen Snap-Platten, wo man halt auch hier die Solar-Panels und sowas, die snappen auf diese Grundplatten. Farbe nicht vergessen. Ah, das sieht ganz schick aus. Und dann haben wir noch unsere Raffinerie. Sollte ganz schick sein. Farbe nicht vergessen. Zack. Wunder, wunderprächtig. Mehr ist auch nicht nötig. Mehr ist halt auch nicht drin. Waffenterminal. Das chromatische Metall habe ich. Pugnium nicht. So, jetzt die Frage. Kriege ich unseren Störenfried hier klein? Kann mich dann verstecken? Und unser Störenfried. Will der mich verarschen? Der ist immer da. Ah. Der ist ganz schön weit gekommen. So, mal sehen, wie das so läuft. Ich werde ihn attackieren. Und hoffen, dass ich das überlebe. Boah, der Shit hat funktioniert. Nee, 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 geht mal weg. Au, au, die machen gut Schaden.
Muah. Gut. Das haben wir geschafft. Oh. Das will ich haben. Das will ich haben. Das will ich haben. Danke. Natürlich. Gut, dass der nicht getroffen hat. Au. Gib's mir. Oh shit. Mein Schutz ist defekt. Ja. Hä? Wo ist mein Loch hin? Wow. Oh, mein Dingens ist kaputt. Sowas geht aber schnell kaputt. Das war nicht so simpel. Ich mach das jetzt auch lieber nicht nochmal, sondern gehe einfach zu meinem Schiff zurück. Und zu meiner Base. Viel Spaß euch noch. Reisemeilenstein erreicht. Neuling, 5 Wächter zerstört. 5? Hab ich falsch mitgezählt oder was geht ab? Ah, wohl, ich habe ja schon mal welche zerstört mit Minenlaser. Da war ich ja schon. Der Profi. Am Stück mit dem Minenlaser. Hier gibt's nichts mehr zu scannen, ne? Wo ich jetzt noch Knete herbekommen könnte. Nö. Na gut. So. Ja, bitte. So. Schöne Sache. Wenn ich Glück habe, habe ich Glück. Und wenn nicht, dann nicht. Kein Glück. Kein Glück. Kein Glück. War vorhersehbar. Aber ich habe auch das Pugnium. Das heißt, ich kann jetzt das Waffenterminal holen. Ah. Okay, Farbe bei dem Ding ändert sich gar nicht. So. Willst du mich verarschen? Ich kann das hier dran snappen. Die haben die Snap-Points von den Kisten freigegeben? Das ist ja lustig. Okay. Da muss ich gucken, was ich damit anstellen kann. So, aber... was ich tatsächlich will. Ha?
damit hier schön heimisch drin ist. Oh, wow. Mama, wie stehst denn du? Du stehst da und der Typ wird hinter dem Pult stehen. Funktioniert das? Wenn ich... Ah. Ich finde, die haben genug Platz. Du bist Entität? Und wo ist mein... Okay, ich komme an alle ran. Und komme auch wieder raus. Okay, das ist gut. Ein Problem gibt es nur noch. Es gibt noch den Exokraft-Dude. Wo stelle ich denn den hin? Es wird langsam eng. Ach, und es gibt noch den Farmer-Dude. Ja. Das wird spannend. Die Hütte ist ein bisschen voll. Könnt die ja hier reinstellen, aber ich weiß nicht. Ich möchte den Platz schon für mich haben. Ich brauche ein bisschen Platz. Das haben wir jetzt auch gemacht. War das nicht sogar eine Aufgabe? Waffenforschung. Basiswaffenmeister einstellen. Außerhalb des lokalen Systems. War ja klar. Dann holen wir uns mal unseren Basiswaffenmeister. Bin ich voll dafür. Wie sieht's aus? Sieht ganz gut aus. Bin ich nah genug dran? Ich bin nah genug dran. So. Du kommst da runter. Und du kommst auch in den Lagerbehälter. Brauche ich ja jetzt fürs Erste zumindest nicht mehr. Gut. Ah ja. Überantrieb. Impulsantrieb. Da. Starttriebwerke. Impuls. Oh. Ja. Okay. Auf in die Weite des Weltraums. Eingehende Frequenz. Ach ja, Apollo, stimmt. Wie steht es um die Basis? Du sollst dir auf jeden Fall ein wenig Personal zulegen. Units sind doch nur dafür da, die eigene Dominanz gegenüber anderen Lebensformen zu beweisen, oder? Doch kommen wir zu wichtigeren Dingen. Deine Ausrüstung muss in einem guten Zustand sein, wenn du mit mir zusammenarbeiten willst. Du solltest da draußen ja nicht sterben. Ja, das versuche ich gerade hinzubiegen. Zumindest noch nicht. Ja, danke. Du findest Nanithaufen in verlassenen Gebäuden und beschädigten Maschinen. Das hat schon eine gewisse Ironie. Die Strukturen, die von den Wächtern zerstört wurden, werden zu ihrem Untergang führen. Ja, das ist interessant. Oh, im Hintergrund kommt gerade eine ganze Flotte rein. Bringe die Naniten zum Händler in der Raumstation, um sie gegen Technologie einzutauschen. Alles klar. Gut, dass ich das gerade schon gemacht habe. Super. Oh, und da wäre noch etwas. Nimm diesen Bauplan für ein eigenes Kraftfeld. Den habe ich schon. Den hatte ich, glaube ich, sogar standardmäßig. Du wirst ihn brauchen. Betrachte ihn als Geschenk, als kleine Investition in unsere Partnerschaft.
Ja, danke, dass du mir was gibst, was ich schon habe und nicht brauchen kann. Ja, habe ich sogar schon gebaut. Du Trottel. Durchsuche verlassene Gebäude nach Naniten. Ja, ja, um Gebäude zu lokalisieren. Das machen wir aber jetzt gerade nicht. So. Muss ich warten, bis er das realisiert hat? Oder hat er das noch? Ich glaube, der hat das noch. Wo soll ich denn hin? Ach, da wieder hin. Da war ich schon mal. Dann spare ich mir aber. Jufris 8. Okay, Jufris 8. Da spare ich mir aber den Hyperantrieb. Definitiv. Dann... Dann... Na gut, Anomalie war jetzt nicht so das Ziel. Eher Raumstation. Ah. Schwuppdiwupp. Und dann springe ich da einfach über den Teleporter rüber. Und ein bisschen spritsparend arbeiten. Sonst wird das nichts. So, dieses Jufris 8 oder so. Da will ich hin. Jupp. Na toll. Was ist denn jetzt hier? Was? Das ist jetzt blöd. Oh, bin ich dort nie gelandet? Kann das sein? Ne, doch. Da war ich ja schon. Da habe ich doch den anderen Dude auch her. Das kapiere ich gerade nicht so richtig. Das sollten sie mal einführen. Dass ich von hier aus nicht springen kann, ist ja richtig. Aber auf die Karte gucken wäre eine coole Sache. Aber da war ich doch schon mal. Neue Entdeckung. Okay, vielleicht war ich ja tatsächlich noch nicht, aber ich hätte das so im Hinterkopf. Naja. So sind Dinge. Warum bin ich denn eigentlich so weit weg von der Station gespawnt? Warte mal. Nee, sprudelnder Planet. Okay. Sprudelnd müsste doch ein Anomalieplanet sein. Sollte ich vielleicht mal hinschauen? Zumindest leicht Naniten zu holen. Von dort. So, da ich hier ja laut dem Spiel noch nicht war, ich glaube immer noch nicht dran, aber... Es scheint tatsächlich so zu sein. Ja, ja, hallo. Ich nehme den Slot. Danke. Danke, danke. So. Ups. Hallo. Fenrich. Fenrich Huaili. Dein Gagdiener hat mir gesagt, dass du kommen würdest, Eindringling. Es ist eine Ehre, jemanden zu treffen, dessen Blutlust selbst die meine übersteigt. Ja, klar. Gra.
Gemeinsam werden wir für den Ruhm von Hörg und unsere Vorfahren töten. Mhm, okay. Eine große Wächterjagd beginnt. Komm, lass uns das nötige Gragra inhalieren. Wie, du was? Erst ordentlich einen durchziehen und dann mit der Knarre rumfuchteln. Also, ich weiß nicht, ob ich das befürworten soll. Der Balkin ist alt. Weder seine Haut noch sein Aussehen deuten darauf hin. Aha, deswegen das Gragra inhalieren. Er hat wahrscheinlich schon grauen Star. Das ist zur Unterstützung. Diese Wesen sind mir zu fremd, zu ungewöhnlich, dass ich anhand dessen urteilen könnte. Nein, es ist vielmehr sein Verhalten, seine Art, wie er spricht. Er macht keine großen Gesten. Wenn er mich anlächelt und mir sagt, es sei eine Ehre, mich zu treffen, dann glaube ich ihm. Das ist nicht so richtig. Ich glaube ihm das nicht. Er ist halt ein Valkin. Die sind ein bisschen anders. Fenrich Huayli, falsche Berichte in seine Welt, in meine Welt zu reisen und mein neues Waffenterminal zu nutzen. Ich schon akzeptiere. Gra! Ich werde mich an der Bluternte erfreuen. Aber sag mir, muss ich für meine Anreise selbst bezahlen? Ja, klar. Denkst du, ich pack dich jetzt in mein Raumschiff? Ganz im Kofferraum. Hat sich von selbst erledigt. Kehre zum Waffenmeister zurück. Na klar. Ui. Mann, ist es hässlich. Aber es ist ein Solar. Das wäre ganz interessant. Aber nee, ich glaube, ich bleib beim Anfangsschiffchen und push das einfach hoch. Ab zur Base. Sendeturm ist da. Erstmal ab zur Base. So. Back at home. Ja, Valkin ist der Schlauste. Er steht nicht vor seiner Station, sondern dahinter. Damit er genug Platz für sich hat. So, Fenrich. Diese Anlagen sind wunderbar. So hat er das echt gesagt. Aber sei gewarnt, dass wir Valkin alle Welten auslöschen, in denen wir auch nur den geringsten Hinweis auf Waffenproduktion finden. Schätze dich glücklich, dass ich dein Freund bin. Grahahaha. Die Gewalt muss beendet werden. Das ist der Weg von Dream Dark. Okay. Das ist der Weg von Hörg. Wenn das Morden beendet ist, wird die letzte Waffe auf uns Valkin selbst abgefeuert. In Erfüllung unserer heiligen Pflicht. Als Zeichen des Friedens bietet mir der Waffenmeister ein Stück Exo-Anzug-Technologie an. Er möchte unbedingt zeigen, dass er mehr ist als ein einfacher Krieger. Ja, ich nehme es an. Gra! Trage es mit Stolz. Bevor wir nun unsere gemeinsame Arbeit beginnen können, müssen wir uns um etwas kümmern. Das Valkin-Oberkommando würde es nicht erlauben, hier ansässig zu werden und meine Bestimmung zu ignorieren, Eindringling. Ich habe in der Nähe eine Waffenfabrik entdeckt und sie zu sabotieren würde unseren Wert beweisen. Während du dort bist, lernst du vielleicht auch etwas Nützliches für dich selbst. Ja, wie ich gut sterbe. Ich weiß jetzt, dass die Valkin der Meinung sind, dass keine andere Spezies Waffen besitzen darf. Nach den Gräueltaten der Gag sollte das einzig den Valkin gestattet sein. Ja, schwierige Hintergrundgeschichte.
Der Waffenmeister verrät mir den Standort einer nahegelegenen Waffenfabrik und behauptet, ihr Betrieb sei illegal. Wenn ich dorthin gehe und die Produktion stilllege, kann ich vielleicht einen wertvollen Bauplan was entwenden. Okay, ich akzeptiere natürlich. Gra, gehe mit Ehre. Aber sei wachsam. Ja, klar, bin ich wachsam. Das Auge der Wächter wird auf die Anlage gerichtet sein. Ja, das habe ich vermutet. Ich krieg ein C-Modul und damit soll ich mich wehren. Und das ist das Geschenk, was mir zeigen soll, wie würdig er ist. Ich bin ja begeistert. Wow. Oder so. Naja. Okay, Waffenfabrik zerstören, Pugnium besorgen, Kern zum Sendeturm, Pugnium. 50, habe ich noch 50? Ich guck mal in meine super Sonderkiste. Habe ich. Katsching. Sage ich dazu mal. Kehre zum Aufseher zurück. Na klar. Zack. Hast du es, mein Freund? Das Fleisch, ihr Pugnium? Na klar. Aufseher scheint etwas aufgeregt zu sein und bittet um das gesammelte Pugnium. Geht mal hin. Assistent Ofen gibt mir eine Belohnung, wie ich es mir dachte. Langsam kommt alles zusammen. Wir sind jetzt bereit, einen Gag-Farmer aufzunehmen. Ich habe auch schon den Vertrag aufgesetzt. Jetzt musst du nur noch das nötige Solanium in die Fertigstellung seiner Werkstatt. Achso, für die verdammt. Assistent Ofen verlangt mehr Selbstvertrauen und möchte mein Zuhause erweitern. Ich kann schwer widersprechen, da ein Farmer völlig neue Möglichkeiten eröffnen würde. Natürlich. Der Aufseher benötigt zur Fertigstellung der Landwirtschaftsterminal Pläne Solanium. Solanium ist auf heißen Planeten zu finden und erfordert bei der Ernte Gefahrengutschutzhandschuhe, die ich habe. Akzeptieren. Es ist nicht einfach, in freier Natur an Solanium ranzukommen, was wiederum den Wert eines Farmers verdeutlicht. Und ich bekomme noch so ein C-Ding. Wow. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt und in der nächsten gönnen wir uns das weitere, was so alles ansteht halt. Ist ja mittlerweile eine Menge. Also vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann und ciao, ciao.